Ja, also vielen Dank für das Geld. Ich wusste gar nicht, dass es Geld gibt. Ja. Und zwar lustig, heute hat mir irgendwie, als ich ausgestiegen bin, hat mir da so ein Vogel auf den Kopf gekackt. Und dann war ich mir nicht sicher, ob es Unglück oder Glück bringt. Also vielen, vielen Dank. Jonas, Emma, Steffi, ich bin echt krass geehrt, mit euch da nominiert sein zu dürfen. Ich möchte mich, weil es der Schauspielpreis ist, in erster Linie bei meinen tollen Kollegen bedanken. Diese wunderbare Clique, Theo, Andi, Laurenz und Joscha, die mir da echt den Sommer meines Lebens beschert haben. Dann bei Friedemann Fromm und Peter Mannschiff, die uns besetzt hat, Ziegler-Film, Regina Ziegler, Pascal Notdurft, Marc Müller-Kallenberg. Bei meinem Agenten Andi Slawinski, der mich irgendwie seit 7 Jahren schon betreut, Matthias Bayer, mein Coach und Peter Schulz. So. Ich möchte die Zeit aber noch für was anderes nutzen. Was mir wichtig ist zu sagen, vielleicht gerade weil es der Nachwuchspreis ist, in der Freibad-Clique, da geht es um 5 Jugendliche, die ihre Sprünge vom 10-Meter-Turm und ihre Sprünge von Jugendleichtigkeit und Freiheit nicht mehr antreten können, weil ein rechter Mob es geschafft hat, mit ihren Parolen die Massen aufzubringen und alle Werte von Freiheit, Toleranz und Vielfalt damit unter sich zu begraben. Als wir den Film im Sommer 2016 gedreht haben, da hätte ich es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass 2 Jahre später in genau demselben Land Hetzjagden auf Ausländer stattfinden, jüdische Restaurants überfallen werden und unverhohlen Hitlergrüße gezeigt werden. Ich hoffe so sehr, dass wir mit unserem Sprachrohr, das wir im Spielen, im Film, im Theater und auch in unseren eigenen Stimmen als Künstler haben, unseren Teil dazu beitragen können, dass sich dieser Teil der Geschichte nicht wiederholt und wir mit unserem Schaffen den Gaulands, Weidels und Seehofers dieses Landes immer wieder zeigen, eure Politik von Spalterei, Ignoranz und Rassismus, das ist die Mutter aller Probleme. Vielen Dank. Applaus